Die Polizeioberkommissare Mark Westerhofen und Stefan Sindera müssen jetzt einen eskalierten Streit zwischen zwei Frauen im Fitnessstudio schlichten. Was ist alles durchgedreht? Was? Ich bin nicht schlau, oder was? Komm, wir tragen mir alles den Mund. Alles gut jetzt. Du hast es die ganze Zeit. Hallo. 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 Setzen, sitzen, bleiben. Mal was ist denn hier los? Mal, ja? Das sagen Sie mal ihr lieber. Okay. Die ist doch völlig durchgedreht. Ich hab doch nicht anders verdient. Was beleidigst du denn meine Mutter? Ja, guck sie dir noch mal an. Das ist doch keine Beleidigung. Das ist nur die Wahrheit. Was? Fette Wachtel hast du sie genannt. Sowas macht man nicht. Ja, sowas macht man sitzen auch nicht. Sitzen bleiben und bitte ein bisschen leiser. Ich bin sonst gleich taub. Die blonde Dame wollte ihre Kontrahentin anscheinend zwangsweise mit Eiweißriegeln füttern. Grund dafür, eine diskriminierende Äußerung über ihre korpulente Mutter. Sie, schönes Madamchen, hat meine Mutter wegen ihres Übergewichts beleidigt. Übergewicht ist ja völlig untertrieben. Okay, können wir das gleich klären, danach können wir Gewichtsprobleme. Fette Wachtel hat sie so genannt, sowas macht man doch nicht. Jetzt reden wir zwar bei, die ist jetzt Luft, bitte. Ja, sie hat sie beleidigt und ich finde es einfach nicht in Ordnung, sie hat es schon so oft gemacht. Uns gehört sich nicht. Und dann hat sie meine Mutter auch noch dazu bezeichnet, sie hätte das Laufband da vorne kaputt gemacht. Und das hat sie nicht gemacht. Hat sie wohl. Das war schon von vornherein kaputt. Das ist für Elefanten nicht geeignet. Ey, jetzt übertreiben wir aber mal nicht. Jetzt reicht's aber. Hey. Laut Aussage der Fitnesstrainerin ist die übergewichtige Kundin für das defekte Laufband verantwortlich. Mitten in die Diskussion platzt überraschenderweise der Besitzer des Studios. Jenny, was ist denn los? Sie Ach Gott, Sie arbeiten hier? Ja, ich arbeite hier, aber ich dachte, du bist auf Fortbildung. Was machst du denn schon hier? Sie hat gesagt, sie hätte das Laufband kaputt gemacht. Sie hat das Laufband nicht kaputt gemacht. Meine Mutter war drauf und da war es schon kaputt. Guckt es euch doch an. Das war vorher kaputt. Guckt euch sie doch mal an, dieses Walross. Ich zeige Ihnen das. Vielleicht kann man das Ganze auch mal in Ruhe erklären. Was ist überhaupt passiert? Ich blicke da gar nicht durch. So, genau. Das würde ich jetzt gerne machen. So, dann haben Sie uns haben ja gerufen. Dann halt, da sind wir hingekommen. Da waren die zwei schon so ein bisschen aufeinander gerasselt hier, ne? Und sie meinte dann, diesen Eiweißriegel, das war ziemlich offensichtlich, ihrer Mitarbeiterin einzustopfen. Und das gegen ihren Willen. Und deswegen gab sie eine kleine Auseinandersetzung. Aber ich habe einen Grund dafür gehabt. Ja, Moment, jetzt bin ich gerade dran. So, im Endeffekt hat sie uns erklärt eben, das ging darum, weil eine Mitarbeiterin, ihre Mitarbeiterin wohl, die Mama von ihr wohl beleidigt haben soll mit Elefant und sie hat angeblich das Laufband kaputt gemacht. Ist das richtig? Hast du das gemacht? Ja, wie, also Jenny, sie... was denn? Sie hat mit ihrem Übergewicht offensichtlich das so, Laufband wir, kaputt hallo, gemacht. Können wir jetzt einmal aufhören hier mit diesem Übergewicht und diesem Tiernamen? Ja? Also ich kann damit, ja nichts mich, dafür. Ehrlich gesagt habe ich auch bis gerade nicht gedacht, dass Sie hier Mitarbeiterinnen sind. Ja? Dann müssen Sie ja irgendeine Trainerlizenz haben. Da gehört ja wohl auch, ja, da gehört aber auch ein persönlicher Umgang mit den Kunden dazu, dass man sich denen gegenüber anständig verhält. Ja, Kunden, die hier auch hergehören. Aber das hat bitte ganz ruhig, nicht aufregen und so. Ich will Ihnen mal was sagen. Ja. Der Yannick, der jetzt heute nicht da ist, der so wahrscheinlich krank ist, wie ich gehört habe. Der ist krank, genau. Der hat mir auf dem Zettel aber noch eine Notiz drauf gemacht und hat mir extra das Laufband reserviert. Ja. Das hat er mir extra noch draufgeschrieben. Ich hatte mich zwar gewundert, ich habe gedacht, ja, okay, wenn das mal aufschreibt, der hat es mir noch extra draufgeschrieben. Aber welches Laufband denn? Nummer 5 war das. Also 5 hier vorne ist so kaputt. Sie ist seit einer Woche kaputt. Ich kann Ihnen den Zettel zeigen. Zeigen Sie mir das mal. Während die Kundin den Trainingsplan holt, stichelt die Trainerin weiter. Stefan Sindera reißt der Geduldsfaden. Der Polizeioberkommissar nimmt sich die renitente junge Frau vor. Sie hat eine Trainerlizenz, dass sie hier arbeitet. Dann weiß ich nicht, wo sie die gemacht haben. In Takatukaland. Man geht doch so nicht mit Kunden um. Also, sind sie beleidigt oder was? Als Tiernamen, Walross. Beleidigt. Also, ich meine. Was hast du denn gesagt? Das kannst du nicht machen. Ich meine, die Kunden, die fühlen sich hier unwohl bei diesem Anblick. Was? Hallo? Warum machst du sowas immer? Das kann man so nicht sagen. Ich mache das ja los mit dir. Bist du durcheinander oder was? Ich habe dir für heute mal das Laufband Nummer 5 reserviert. Ja. Das ist gut für deine Ausdauer. Aber das ist kaputt. Das ist seit einer Woche kaputt. Das hast du kaputt gemacht. Wer ist denn der Yannick? Sie sind der Yannick. Nee, Yannick ist ein Trainer von mir, der krankgeschrieben ist. Und deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil ich weiß, dass das Laufband kaputt ist. Da darf gar keiner drauf gehen. Ist total gefährlich. Wer hat da jemand drauf? Der Name ist falsch geschrieben. Ja? Der Name ist falsch geschrieben. Ich dachte, das hätte der Yannick mir so. Aber wie kannst du ihn da drauf lassen? Die kann sich verletzen und alles. Das geht nicht. Ey, bei diesem Gewicht kann sie sich nicht verletzen. Hören Sie das doch mal auf. Ganz ehrlich, weißt du, was meiner Mutter hätte passieren können, wenn die auf das.
wenn die sich da verletzt? Bitte? Gut abgepolstert, ja. Ey, ganz ehrlich, jetzt reicht aber mal. Jetzt hören Sie mal auf. Ey, du spinnst doch. Also ganz ehrlich, dass Sie natürlich hier den Eiweißriegel hier eintrichtern wollte, das geht gar nicht. Ja, klar, ne? Ein bisschen überreagiert, gar keine Frage. Aber Sie sollten wirklich mal ein bisschen an Ihren Verstand appellieren. So geht man nicht mit Menschen. Ja, aber ich kann mich nicht für meine Mitarbeiter entschuldigen. Das geht gar nicht. Überhaupt, was ist denn mit dir los? Ich hab jetzt ehrlich, das ist für mich alles so eine Art Kindertheater. Ja. Und da habe ich ehrlich weder Lust noch Zeit dafür, weil wir haben auch noch andere Einsätze. Ja? So, das möchte ich jetzt also recht schnell jetzt hier abfrühstücken. Von wem ist dieser Zettel? Kommt Ihnen die Schrift vielleicht bekannt vor? Also ist auf keinen Fall Janiks Schrift, das kann ich sehen. Haben Sie das geschrieben vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zettel also ist. Ich verdächtige Sie jetzt nicht ungern, ne? Aber ich meine, das würde ja wahrscheinlich hast jetzt gerade im System passen. Sag doch mal. Nein, natürlich nicht. Komm, gib's jetzt zu, was soll das? Aber Janik hat sich geschrieben, definitiv, der ist ja gar nicht da. Wie viele Trainer sind denn hier heute im Dienst? Ja, also Sie ist heute auf der Fläche. Sie ist alleine auf der Fläche. Ja. Macht Sie als Tatverdächtige, wie der Kollege gerade schon gesagt hat, eigentlich aus? Und wenn wir jetzt eine handschriftliche Probe von Ihnen nehmen und wir sagen, wir möchten was sehen? Ja, lass mal was machen. Gut, vielleicht habe ich diesen Zettel geschrieben. Ja, einfach vielleicht, nur. Vielleicht gibt es was? Sie haben oder Sie haben nicht? Ich meine, irgendwer muss doch dafür sorgen, dass Sie aus diesem Fitnessstudio... Sie haben den Zettel geschrieben oder nicht? Weil vielleicht haben wir nicht. Ein bisschen schwanger gibt es auch nicht. Ne? Es gibt das zu, Mann. Ja, aber doch nur, um Sie hier aus diesem Fitnessstudio zu kriegen. Ach, und Scheiße, das gibt's doch nicht. Die Kundin hätte sich auf dem defekten Laufband schwere Verletzungen zuziehen können. Mutter und Tochter ziehen sofortige Konsequenzen aus der durchtriebenen Tat der Trainerin. Ich will hier nicht mehr her. Okay, ganz ich komme nicht mehr. Nee, bitte machen wir es nicht. Wenn hier einer geht, dann ist das Sie. Studio verlassen bitte. Und dann ja, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Pack deine Sachen und geh nach Hause. Ehrlich, ich habe da keinen Nerv mehr. Ist das dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Du kannst nicht die Kunden hier vergraulen. Davon lebe ich und du riskierst meine Existenz. Ich möchte das nicht mehr. Pack deine Sachen und hau ab. Ich wollte einfach nur dafür sorgen, dass hier vernünftige ist Leute egal, brauchst du nicht. Hey. Wenn, dann sorge ich dafür. Lass die Leute in Ruhe. Entschuldigung, wir regeln das. Ja, tut uns ja. Entschuldigung komm, dafür. Ja? Setz dich hin. Soll ich ein Wasser bringen oder irgendwas? Nee, was das geht schon. Ja? Dankeschön. Vielleicht, danke. Vielleicht sollten die beiden Damen sich mal Richtung Theke mal begeben, dass die hier mal aus dem Schussfeld raus sind. Dann sind sie schon mal weg. Aber Sie brauche ich gleich noch mal ganz kurz. Ja. Ne? Sie gehen bitte auch nach da vorne und halten sich. Ja, ich ist gut. Mit so jemandem brauche ich gar nicht. Nee, Sie halten sich bitte noch zur Verfügung für uns. Die sind an der Theke, ne? Alles klar. Gut. Gehen wir mal raus. Die Dame, die hat ja schon einen Auftrag gekriegt. Auf der Gästeliste für intelligentes Verhalten haben Sie sich heute nicht gesetzt, ne? Und Ihren Job sind Sie hier wahrscheinlich auch los. Ja, das werden wir sehen. Der Betreiber des Studios ist irritiert. Er hatte das Laufband klar als defekt gekennzeichnet, damit sich niemand verletzt. Das betreffende Schild ist aber verschwunden. Die haben ihrer Pflicht Genüge getan. Das Gerät ist außer Betrieb. Das wurde als defekt deklariert. Genau. Und somit sollte da auch keiner mehr drauf gehen. Das heißt, es hat jemand... Ja, ist jetzt nicht da, das Schild hier, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht hat es irgendwer da runtergeschmissen oder so. Geliefert. Wo ist das defekt? Hier. Das hier? Ja. Das lag da drunter. Hast du das da hinunter getan? Ey, Emma, ist das runtergefallen sein oder so? Ich wusste runtergefallen nicht, unter das Gerät? Dass du ausgerechnet auf dieses Laufband gehst. Das reicht mir ehrlich. Da ist das schon kriminell. Das war bestimmt schon davor. Das geht nicht. Du bist so ein falscher Mensch. War es denn jetzt möglich, dass wenn das jetzt ein Betrieb ist, dass sie sich da ernsthaft hätte dann verletzen können? Ja, auf jeden Fall. Also hätte niemand drauf gedurft. Egal was das ist. Okay. Egal welches Gewicht, es ist nichts gegen sie. Nee, weil wir dann... Aber alles auf Unschuldige schieben, ne? Es ist gut. Nein, weil für uns ist dann natürlich strafrechtlich relevant, weil durch die Manipulation hier wissentlich und willentlich eine Körperverletzung herbeigeführt worden wäre. Ja, und das können wir anzeigen? Oder meine Mutter? Kann ich das anzeigen? Das können Sie beanzeigen. Ja, das ja definitiv. Ja, aber dann mach ich bitte auch eine Anzeige. Geh weg. Lass das sein. Geh nach Hause, ehrlich. Also dieser Vorfall heute im Fitnessstudio, das war so ein typisches Mobbing-Opfer, was hier ausgemacht wurde. Und da empfehle ich jedem, dass man sich dagegen zur Wehr setzt. Also nicht einfach zurückziehen, sich alles gefallen lassen. So wie das hier heute geklärt wurde, war auch nicht der richtige Weg. Da einfach auf die Person, die beleidigt hat, da einzuschlagen. In diesem Fall, der versucht, einen Schokoriegel im Mund zu stecken. Das geht auch nicht. Sondern am besten das Gespräch suchen. Wenn das nicht geht, eine übergeordnete Stelle. Das heißt, dementsprechenden Chef dieses Studios ansprechen oder auch noch andere Mitglieder. Einfach, dass man nicht alleine steht in dieser Situation. Sie haben ihr natürlich versucht, auch da einen Schokoriegel im Mund zu stopfen. Ja, war vielleicht auch nicht richtig, gebe ich zu. Das werden wir natürlich auch in unserem Bericht mit fertigen. Ja? Ja. Und gegebenenfalls wird da auch noch mal eine Anzeige auf Sie zukommen. Ja? Ja.
dass Sie Bescheid wissen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Okay. Alles andere müssen Sie arbeitsrechtlich klären. Ja, ne? werden Sie auf jeden Fall entlassen, das geht gar nicht. Ja? Entschuldigung nochmal dafür. Ja, ja, okay. Wir wollen jetzt uns vorne hinten drücken. Sie Strafantrag stellen wegen Körperverletzung in diesem Schokoriegel? Da machen wir von Amts wegen, schreiben lassen in einem dran weg. Genau. Wo ist der Chef? Einmal den Ausweis noch zurück, ja, Personalien habe ich ja schon. So, wir sind dann wieder weg. Na, Sie hören nach. Alles gut. Denken Sie bitte daran, das Defektschild da nochmal dran zu stellen. Ja, gut, danke schön. Jo, tschö. Was sind die für eine Einstellung da? Eigentlich, warum gehst du ins Fitnessstudio rein? Ne? Zum Fit bleiben zum einerseits, aber andererseits wieder auch, um irgendwas zu machen, oder? Ey, ich habe vorhin gedacht, ich höre nicht richtig, als sie sagt, sie arbeitet hier als Fitnesstrainerin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind so zwei... Kundin oder sowas, ne? Ja, ja, genau, dachte ich auch. Na ja, gut, okay. Also solche Trainer habe ich nicht in meinem Fitnessstudio. Klatsch gern mal dahin ein. Ja. Rein von den Straftatbeständen haben wir natürlich hier mehrere Sachen jetzt vorliegen. Beim Eintreffen haben wir die beiden Damen ja aufeinander losgehen sehen. Die haben wir auseinandergeholt. Das ist eine gegenseitige Körperverletzung zum einen erstmal. Darüber hinaus hat unsere Fitnesstrainerin hier in zwei Fällen eine falsche Verdächtigung ausgesprochen. Einmal gegen den Yannick und natürlich gegen die ältere Dame, die das Laufband ja beschädigt haben soll. Und darüber hinaus müssen wir gegen die Fitnesstrainerin auf jeden Fall hier die Strafanzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung schreiben.